Wie ihr an uns schon erkennen könnt, wollen wir euch heute einmal richtig Farbe präsentieren und einmal im Kontrast dazu farbneutraler, also in dem Fall jetzt schwarz. Und wir wollen euch vor allen Dingen mal zeigen, dass die Brille vielleicht nicht immer schwarz oder braun sein muss. Das heißt, ihr könnt jetzt auch einmal an einem Look sehen, der schon farbig ist, wie viele Farben dazu gut passen. Und einmal an einem Outfit, was so ein bisschen farbneutraler ist, was eine farbige Brille vielleicht auch aus einem Outfit noch rausholen kann. Und vor allen Dingen, wie unterschiedlich Brillen wirken, je nachdem, welche Farbe sie haben. Ich will euch zuallererst mal an meinem Modell zeigen, wie unterschiedlich die Brille wirkt, wenn sie eine andere Farbe hat. Ihr seht hier dieses mega Blau, die habt ihr auch schon in einem anderen Video gesehen und ich habe euch die auch einmal hier in Schwarz mitgebracht. Und ich zeige euch mal den Unterschied. Das ist die Brille in Schwarz. Da ist sie natürlich sehr viel dezenter, ein bisschen zurückhaltender, ist immer noch ein Statement, weil es natürlich eine dunkle Farbe ist, aber auf jeden Fall nicht so außergewöhnlich. Also ich werde auf die blaue Brille unglaublich oft angesprochen und bei der schwarzen würde das wahrscheinlich nicht so häufig passieren. Und deshalb würde ich mich in dem Fall immer für die Farbe entscheiden. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Zwischenschritt, wenn man sagt, okay, das Blau ist einem vielleicht dann doch zu krass, man hat aber insgesamt Lust auf Farbe, dann kann man sich auch überlegen, ob man eine etwas gedecktere Farbe nimmt, wie jetzt zum Beispiel hier in diesem Petrolton, dann hat man es nicht ganz so krass im Farbton und hat aber trotzdem mal was anderes als schwarz oder braun. Mein Outfit ist ja heute eher sehr schlicht und dann dazu noch die schwarze Brille ist eher ziemlich unaufregend. Ich habe mir jetzt mal hier so eine ganz bunte Brille rausgesucht. Die passt natürlich zu schwarz perfekt, macht aus dem Outfit auch noch mal ein bisschen mehr Hingucker, hat schon drei Farben mit drin, das heißt, kann man entweder zu den Farben, die in der Brille drin sind, super kombinieren oder eben zu schwarz geht es ja sowieso immer. Ich kann die ja auch mal ganz kurz aufsetzen, dann können wir vielleicht einmal kurz schauen, wie sie zu Farbe aussieht. Wir haben ja hier oben diesen leicht bläulichen Farbton. Dann könnt ihr euch das vielleicht so ein kleines bisschen vorstellen, wie das zu dem farbigen Outfit aussehen könnte. Ich finde, man kann da eigentlich relativ viel ganz gut dazu tragen. Finde ich auch, dass es gut geht. Ist jetzt nicht vielleicht so mein optimales Modell von der Form und von der Größe, aber es geht jetzt heute einfach mal nur von die Farbe. Genau. Das können wir vielleicht auch einmal kurz mit meiner blauen Brille machen. Ich gebe die mal einmal kurz der Jule, weil ich finde, dieses Blau geht auch mega gut zu Schwarz. Ich kombiniere die auch total gerne zu schwarzen Looks und dann ist das halt so ein richtiger Hingucker. Dann ist die Brille so richtig der Hingucker. Und das Outfit kann nochmal ganz anders wirken. So, ich bin jetzt in den Farbtopf gefallen. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Eine richtig grüne Brille zu einem ganz blauen Outfit, das ist sicherlich nicht von jedem der Geschmack. Ich finde es manchmal ganz cool, dass man komplett auf den Kontrast geht, um eben jede Farbe für sich nochmal so richtig hervorzuheben. Das muss natürlich nicht sein. Jule hat für euch ein Beispiel, wenn ihr euch so langsam an Farbe herantrauen möchtet. Genau, es ist so ein leichter Fliederton. Wenn man jetzt sagt, ich hätte schon Lust auf Farbe, aber es darf erstmal noch dezent starten, finde ich die richtig gut, weil man eben so ein bisschen frischer wirkt. Das ist auch nicht so Standard wie schwarz oder braun. Zu schwarz geht es natürlich super. Ich gebe es hier mal gerade der Eva, dass ihr es mal auch mit blau seht. Ich finde, das kann man auch super gut machen. Ja, ist halt viel dezenter als die grüne. Weil die Farbe nicht so krass ist. Aber wie du schon gesagt hast, ist es ein bisschen frischer und man sieht es einfach nicht so viel. Und warum muss die Brille immer schwarz oder braun sein, wenn man diese Farbe auch wahnsinnig gut zu fast jeder Farbe kombinieren kann? Passend zu dem soften Einstieg mit der Sonnenbrille von den Farben wollte ich euch jetzt auch mal noch was anderes zeigen. Und zwar habe ich hier so eine richtig schöne bärenfarbene Brille. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera jetzt so rüberkommt. Könnte ja auch braun wirken. Aber es ist ja eigentlich das Schöne, dass es schon dezent ist, aber doch auch farbig. Genau, wenn man einfach sagt, darf ein bisschen Farbe sein, aber eher dezent. Gibt es dann auch noch ein bisschen heller. Ich zeige euch mal die verschiedenen farbigen Abstufungen. Hier habe ich jetzt so ein leichtes Rosa-Pink, je nachdem wie das Licht einfällt. Finde ich auch eine super schöne Fassung. Ja. Kann man auch richtig gut eigentlich zu allem kombinieren. Aber es ist eben auch dieses bisschen frischere. Und es ist für mich auch eine totale Sommerbrille. Ich finde, es ist so eine richtige Sommerbrille, die man eigentlich zu jedem Sommerlook richtig gut tragen kann. Oder dann eben
Blau wird schon ein bisschen mutiger. Ist natürlich noch ein bisschen mehr Farbe. Finde ich auch richtig schön. Die würde heute schon auch zu Evas Look passen. Ist viel dezenter als ihre blaue vom Anfang, aber man greift die Farbe nochmal auf, also kann man auch super zur Farbe kombinieren. Ja, also wenn man so einen monochromen Look haben möchte, aber jetzt nicht so extrem werden will, wie ich jetzt mit der anderen blauen, das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Ich würde mir auch mal kurz die pinke noch mal aufsetzen, das will ich euch auch mal schnell zeigen, weil ich finde nämlich, dass gerade pink und blau auch extrem gut miteinander funktioniert. Ja, und das ist eigentlich so das, was wir euch heute mal zeigen wollen, dass man eben, auch wenn es schon eine extreme Farbe ist, wahnsinnig viel mit Farbe trotzdem noch dazu kombinieren kann. Also man limitiert sich fast gar nicht, wenn man sich für eine farbige Brille entscheidet. Wir sind der Meinung, auch die Männer dürfen sich gerne mal ein bisschen mehr trauen, Farbe zu tragen. Da sieht man es viel seltener als bei den Frauen. Wir haben euch jetzt mal ein paar Fassungen rausgesucht. Die hier ist in so einem ganz leichten Graublau, ist auch wirklich sehr dezent von der Farbe, aber eben einfach mal was anderes als schwarz oder braun. Finden wir auch richtig schön. Ja, finde ich auch richtig gut. Für alle Mutigeren kann man natürlich auch richtig Farbe machen. Das ist jetzt so ein Blauton, der sogar auch ein ganz kleines bisschen ins Lila geht. Ich finde aber, dass die aufgesetzt, ich kann die mal kurz für euch aufsetzen, das ist jetzt auch nicht mein Modell, aber ist es auch eine super spannende Farbe und ich habe die schon bei vielen Herren gesehen und fand es richtig, richtig cool. Ja. Dann haben wir noch eine, grün. Grün geht natürlich immer, ist so die dezenteste von den dreien, die wir euch jetzt mal zeigen wollten, weil die aufgesetzt auch fast wie, ja, wie ein Grau wirkt eigentlich. Ich kann die auch noch mal kurz für euch aufsetzen. Da ist es halt ganz dezent. Spannenderen Bügel, ne? Weil der ist nochmal so leicht gemustert. Ja, also durchaus kann man sich Farbe trauen, weil es überhaupt nichts ist, wo man sagt, okay, man limitiert sich. Das ist das, was wir ganz oft hören, ne? Dass die Kunden sagen, oh, Farbe, ich bin nicht sicher, ich habe Angst, dass es nicht zu so viel passt. Und die allermeisten Kunden sind mega erstaunt, zu wie vielen Farben sie das wunderbar kombinieren können. Und viele kommen danach und sagen, ich wurde noch nie so viel auf meine Brille angesprochen. Mhm. So geht es mir auch mit der blauen. Ja. Also das ist echt Wahnsinn. Eigentlich egal, wo ich hinkomme, fällt die einfach auf. Ja. Und ich finde das persönlich sehr schön, dass es eben eine Brille ist, die jetzt man auch nicht überall aussieht. Ja, hat nicht jeder auf sowas. Ja. Dann schreibt uns doch auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr zum Thema farbige Brillen steht. Oh ja, das würde mich interessieren. Wir sind gespannt auf eure Meinungen, das wollte ich sagen. Und genau, dann freuen wir uns, wenn ihr ein bisschen kommentiert und natürlich liked und abonniert. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.